Punkt genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Punktgenau. Ich bin Lisa und in diesem Video lernst du, wie du ein Thema präsentierst und deine eigene Meinung dazu äußerst. Das brauchst du zum Beispiel bei der mündlichen Prüfung im Goethe-Institut auf Niveau B1. Um ein Thema zu präsentieren, hilft euch folgende Struktur. Erstens, Inhalt und Struktur der Präsentation. Zweitens, persönliche Erfahrungen. Drittens, Situation im eigenen Heimatland. Viertens, Vor- und Nachteile und eigene Meinung. Und fünftens, das Ende der Präsentation. Wir fangen mit erstens, Inhalt und Struktur der Präsentation an. Wenn du ein Thema präsentierst, ist es zunächst sinnvoll, den Inhalt zu nennen. Dabei helfen dir folgende Redemittel. Meine Präsentation behandelt das Thema. Das Thema meiner Präsentation lautet: Im Folgenden präsentiere ich das Thema. Nach dem Inhalt und der Struktur folgt Punkt 2, persönliche Erfahrung. Hierfür könnt ihr folgende Redemittel benutzen. Ich persönlich, ich selbst habe noch nie, schon oft, bei mir und meinen Freunden ist das so. Weiter geht es mit Punkt 3, die Situation im eigenen Heimatland. Hilfreiche Redemittel sind: In meiner Heimat ist die Situation so. In Deutschland ist es üblich, dass. Viele Deutsche meinen, dass. Und nun Punkt 4. Vor- und Nachteile und eigene Meinung. Hierfür könnt ihr folgende Strukturen benutzen. Ein Vorteil ist, ein Nachteil ist. Gut ist das, aber schlecht ist das. Einerseits, andererseits. Meiner Meinung nach ist, sind. Ich glaube, denke, finde das. Ich bin der Ansicht, dass. Abschließend kommen wir noch zu Punkt 5, das Ende der Präsentation. Um deine Präsentation zu beenden, kannst du folgende Redemittel benutzen. Jetzt bin ich am Ende meines Vortrags. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nun habe ich meine Präsentation abgeschlossen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine Präsentation behandelt das Thema Handys und Jugendliche. Zuerst teile ich meine Erfahrung über den Gebrauch von Handys durch Jugendliche mit. Danach sage ich etwas zur Situation in meinem Heimatland Deutschland. Und abschließend spreche ich über Vor- und Nachteile und äußere meine eigene Meinung zu dem Thema. Ich persönlich kenne viele Jugendliche, die sehr viel Zeit mit dem Handy verbringen. Zum Beispiel chatten sie damit mit ihren Freunden, sie surfen im Internet oder sie spielen Spiele. In meiner Heimat Deutschland ist es so, dass sehr viele Jugendliche Handys besitzen. Es ist dort üblich, dass die Eltern lange arbeiten und ihre Kinder nachmittags nicht sehen. Deswegen meinen sie, dass sie durch Handys Kontakt mit ihren Kindern halten können. Ein Vorteil des Gebrauchs von Handys durch Jugendliche ist, dass sie ihre Eltern und ihre Familie anrufen können und für diese auch immer erreichbar sind. Das kann zum Beispiel in Notfällen sehr wichtig sein. Außerdem können sie sich einfacher mit ihren Freunden verabreden. Aber es gibt auch Nachteile. So verbringen zum Beispiel viele Jugendliche sehr viel Zeit mit ihren Handys, anstatt
zum Beispiel sich mit Freunden zu treffen oder Sport zu machen oder für die Schule zu lernen. Meiner Meinung nach sind Handys wichtig und auch praktisch, aber die Jugendlichen sollten nicht zu viel Zeit damit verbringen. Jetzt bin ich am Ende meiner Präsentation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, jetzt bin ich auch am Ende meiner Präsentation. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß beim Präsentieren und Deutschlernen. Viele Grüße aus dem Poeta García Gutiérrez aus Chiclana de la Frontera.